sind halt zum Wohnhausbrand alarmiert worden, die vier Feuerwehren der Marktgemeinde Sierning. Der Artenschutztrupp Sierning hat sofort einen Innenangriff gestartet und ein Trupp der Feuerwehr Neuzeug hat von außen die Brandausbreitung aufs Nachbargebäude verhindert. Die Lage war so, dass mal ein Raum im Vollbrand gestanden ist, dass zum Glück keine Personen mehr im Gebäude waren, auch Tiere waren keine mehr im Gebäude und wir uns voll auf die Löscharbeiten konzentrieren haben können. Ja, wir haben von der Polizei und vom Hausbesitzer die Information gekriegt, dass eben Schusswaffen und Munition sich im Brandraum befinden, worauf wir sofort die Artenschutztrupps hingewiesen haben auf diese Gefahr und dementsprechend darauf geachtet wurde, Abstand zu halten. Brandware rasch unter Kontrolle und konnte auch relativ rasch abgelöscht werden. Jetzt werden noch Nachlöscharbeiten und etwaige Glutnester, ob nur welche vorhanden sind, werden noch abgelöscht und gesucht. Gibt es schon Hinweise zu der Brandursache? Ja, vom Hausbesitzer wurden wir darauf hingewiesen, dass sich im Brandraum ein Petroleumofen befindet, worauf wir natürlich auch die Brandermittler darauf hingewiesen haben. Ob das die Ursache ist, können wir natürlich nicht feststellen.